Willkommen zurück bei Cray Matter. Ich habe mich mal mit dem Rätsel ein bisschen schlau gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie man darauf kommen kann. Ehrlich nicht. Es war folgendes: Wir gehen erstmal zu der Telefonzelle, weil bei dem Rätsel kam raus, Carfax Tower Telefon. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Und ja, irgendwie sollte man hier den Namen von Judas eingeben mit der Tastatur. Ich versuch's mal eben, aber es geht ja eh nicht. Gut, dann hat man noch eine Telefonnummer rausbekommen und zwar 5. Nein, müssen wir hier R abheben. 5, 8, 3, 2, 7. Ich bin auch bescheuert. Das ist nämlich das Wort Judas. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Spiel gemeistert. Hier ist Ihre Belohnung. 5 ist J, 8 ist U und so weiter. Das soll einfach nur Judas sein. Und ich habe mich übelst verrückt gemacht, was mit der scheiß Telefonzelle auf sich hatte. Ich könnte so heulen. Darauf zu kommen, dass das Buchstaben sind. Nee. Und die haben jetzt auch eine Münze bekommen. Wow, das ist ja genial. Ich habe mein erstes Daedalus-Club-Rätsel gelöst. Wie cool ist das denn? St. Paul's Cathedral. Sorry, das. Okay, cool. Passt, würde ich sagen. Da ist ja unsere Cheflaborratte. Wenn du uns noch einmal so nennst, kastriere ich dich. Schafe. Was? Verlorene Schafe. Keine Ratten. Der Club der Lämmer. Und was soll das bedeuten? Mir gefällt's. Besser als Ratten. Einfach brillant, Darling. Club der Lämmer, schön und gut. Aber was ist mit Styles? Dem verrückten Wissenschaftler, der unsere Gehirne leersaugt. Das ist doch totaler Quatsch. Zuzutrauen wäre es ihm so verrückt, wie er ist. Mann, Harvey, mach dich nicht über ihn lustig. Was die Leute nicht verstehen, davor haben sie halt einfach Schiss. Bist du so perfekt und beliebt, dass du Styles als verrückt abstempeln kannst? Irgendjemand von euch? Der Mann ist durch die Hölle gegangen. Er litt schwere Verbrennungen, als er versuchte, seine Frau aus seinem Wagen zu retten, während sie vor seinen Augen verbrannte. Aber er ist nicht geisteskrank. Auch nicht verrückt. Das weiß ich von einem Experten, der Styles Krankenakte kennt. Mit ihm ist alles in Ordnung. Er legt halt viel Wert auf seine Privatsphäre. Kann man ihm das verübeln, wenn alle so grausam zu ihm sind? Wenn ich noch irgendjemanden dabei erwische, wie er diese dummen Lügen in die Welt setzt, dann stopfe ich ihm persönlich das Maul. Du gibst also nichts auf die ganzen Gerüchte. Wer hat dir von seiner Krankenakte erzählt? Mr. Hadley. Ich habe noch nie schlecht über Dr. Styles gedacht. Von mir aus kann er machen, was er will. Meine Familie gilt auch als exzentrisch. Meine Oma liebt es, sich nackt aufs Dach zu stellen, um Flugzeugen zu winken. Naja, wer nicht? Aber was ist mit dieser Laufbahn? Ich habe den Experimentplan selbst gesehen. Sogar die neurobiologische Abteilung hat alles offiziell genehmigt. Der Streich auf der Laufbahn hat damit nichts zu tun. Dr. Styles ist völlig normal. Folgt unser Bericht über Pflegekinder in Amerika. Hunderttausende Kinder stehen unter der Obhut des Staates, der versucht, sie an Privathaushalte zu vermitteln. Nur wenige finden jedoch ein festes Zuhause. Staatliche Bezüge veranlassen immer wieder Familien aus dem... ...dass Verletzungen des Kinderarbeitsgesetzes und sogar Missbrauchsfälle... Oh, naja, was? Sekunde. Wir spielen jetzt Dr. Styles. Das ist mal interessant, okay. Es hat mich jetzt leicht überrascht, muss ich sagen.
mein Schrankzimmer um. Ich bin mir sicher, dass ich Laura heute Morgen im Bett gespürt habe. Ich bin mir sicher, dass du in der Cutscene besser aussahst, als wenn du redest. Na, gucken wir uns erstmal hier um. Laura. Das ist echt eine Skulptur von Laura. Ich lese die trockensten wissenschaftlichen Bücher, die ich kriegen konnte. Aber nicht einmal das bringt mich nachts zum Einschlafen. Laura hat es sich immer so gerne auf diesem Stuhl gemütlich gemacht und gelesen. Besonders in stürmischen Nächten. Also ich glaube, wir haben hier in dem Spiel das Jahr 2003. Und das sind wirklich nur ein paar Monate vergangen halt. Laura hat vor dem Schlafengehen immer ihre Haare gebürstet. Seitdem er sie verloren hat, deswegen ist er, denke ich, auch so übelst fertig. Der Balkon zum hinteren Garten. Ich habe ihn nicht benutzt, seit Laura von uns gegangen ist. Können wir ins Badezimmer noch gehen erstmal? Ich finde den Ladebildschirm voll cool. Geht doch schneller weg. Können wir noch was mitnehmen? Keine Produkte. Die meisten Sachen in diesem Schrank gehörten Laura. Ich habe Stella verboten, hier irgendetwas anzufassen. Könnte sein, dass sie wieder zurückkommt, wa? Sich mit sowas rumzuquälen, ist aber auch keine Lösung. Das sind meine. Ich mir jetzt fast denken können. Ich kann mir Laura in dieser Wanne bildhaft vorstellen. Sie hat heiße Bäder geliebt. Ich brauche kein Handtuch. Nicht? Willst du nicht mal duschen? Komm, duschen. Wenn du nicht schlafen kannst, mach dich wenigstens sauber. Ich habe heute schon geduscht. Na ja, gut, so viel duschen soll man ja auch nicht. Und dann hier ist noch ein schöner Spiegel. Willst du dich mal betrachten, wie hübsch du heute wieder aussiehst? Gott, siehst du krasslich aus. Hä? Jetzt sieht er quasi Laura neben sich, oder was? Ja, vielleicht kommt da später nochmal irgendwas. Schrank. Gucken wir mal unten an. Hat sich ja richtig gelohnt. Ist noch irgendwas? Oh, ihr Brautkleid. Ich kann dieses Kleid nicht angucken, ohne daran zu denken, wie Laura darin aussah. Sie war strahlend schön in Weiß. Oh, der kann sogar rennen. Habt ihr das gesehen? Ist das eine Tür? Gästezimmer. Ich lasse sie verschlossen. Ja, warum? Wir empfangen ja nichts mit niemandem. Das ist eigentlich... Oh, krass, diese Maske hier und alles. Wir haben ein Tagebuch, den Geldbeutel und schließlich zum Privatlabor, wenn das wirklich interessant ist. Okay. Also... Geisterhafte Erscheinung, Psi und nochmal Psi, ein Haufen Schrott. Auf diesem Gemälde sieht Laura so elegant aus. Ich gehe mal hier hinter gucken, was war noch. Thank you.
jeden Fall kann er aber weniger benutzen als Sam. Da sollte für den Moment genug drin sein. Falls Mrs. Dalton mehr Geld für unvorhergesehene Ausgaben braucht, wird sie es mich wissen lassen. Sie hat es mir übel genommen, dass ich dieses Foto geschossen habe. Aber es musste einfach sein. Sie hat so fröhlich ausgesehen. Laura und ich. Auf diesem Foto sieht sie einfach hinreißend aus. Dieses hier entstand in unseren Flitterwochen. Wir haben sie im Loiretal in Frankreich verbracht. Das ist das Bauernhaus, in dem wir gewohnt haben, nahe Saint-Benoît-la-Forêt. Ich kann das eh nicht aussprechen. Laura und ich im Wildreservat von Assam in Indien. Ein Foto von unserem Häuschen am See. Das kann ich für meine Erinnerungssitzung brauchen, die ich heute mache. Hä? Dieses Foto wurde bei der Benefizveranstaltung am Tag des Unfalls gemacht. Ich hebe es nur auf, weil ich es nicht fertig bringe, irgendein Foto von Laura wegzuwerfen. Gehen wir mal ins Sprechzimmer gucken, wie es da so aussieht. Das ist mein altes... Okay, gut, dann nicht. Hat sich schon wieder erledigt. Ich muss jetzt nicht. Okay, Speisesaal vielleicht noch. Hängen da auch noch Gemälde? Ich glaube, ein paar an der Wand hier. Die Gemälde erinnern mich so sehr an Laura. Sie war oft in Timmons Park und hat dort gemalt. Laura's Gemälde vom Timmons Park. Laura's Gemälde vom Laura. Okay, gut. Laura's Gemälde. Ey, pff, jetzt hat er mich auf Arsch. Laura's. Gut, dann noch in der Küche gucken, ob es da was zu essen gibt vielleicht. Morgen. Morgen. Tee und Toast? Wollen Sie das Frühstück wie immer im Labor? Nicht jetzt, ich esse später. Sie müssen essen, David. Später, Stella. Gott, ist der Typ unfreundlich. Was ist denn für ein komisches Dings? Pinball kann ich mir auch noch ansehen? Irgendwie irgendwas braucht Simons der. Simons Visitenkarte mit seiner Telefonnummer. Sonst irgendwie. Nö, den Rest interessiert genauso wenig. Und hier kann ich noch sprechen. Vielleicht mich mit meinen Balten, Verhalten. Ist Ihnen in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches im Haus aufgefallen? Was genau meinen Sie? Ich weiß nicht, vielleicht irgendetwas, das auf einen Einbrecher oder Eindringling hindeutet. Oder einfach nur das Gefühl, dass irgendjemand anwesend ist. Nein, natürlich nicht, nein. Sie haben doch irgendwas im Haus gesehen. Was war es? Ich habe nichts gesagt. Sie verhalten sich merkwürdig. Ja, Sie sehen nichts. Das sagt ja gerade der Richtige. Raus mit der Sprache. Ich sage gar nichts. Pff, was ist das für eine? Warum ist sie so unfreundlich zu mir? Schleicht das Mädchen hier irgendwo rum? Sie meinen Sam? Sie ist zur Universität gefahren. Gut. Obwohl das meinem Aktenchaos auch nicht unbedingt weiterhilft. Und? Was halten Sie von ihr? Von wem? Na, von Sam. Sie sind heute Morgen aber nicht ganz bei der Sache. Also auf mich wirkt sie ziemlich selbstständig und tatkräftig. Zumindest faul ist Miss Everett nicht. Ja. Sie hat doch hoffentlich keinen Ärger gemacht. Ärger? Dieses Wort steht ihr in Großbuchstaben auf die Stirn geschrieben. Was nicht heißt, dass ich mit so einem Gör nicht fertig werde. Ich hoffe, dass sie ihre Sache gut macht. Im Labor herrscht das reinste Chaos. Und ich habe schon genug mit dem Rest dieses alten Hauses zu tun. Ja, das sagen sie oft. Ja, sie wollten schon seit langem mehr Geld und so weiter. Bitte, Nana, erzählen Sie es mir.
Es ist wichtig. Sie nennen mich nur Nana, wenn Sie etwas von mir wollen. Das war schon immer so. Bitte. Also gut. Es war vor 2 Tagen. Ich habe gerade Ihr Bett bezogen, als ich... ich dachte, ich hätte im Spiegel eine Frau gesehen. Eine Frau? Ja, so lange blonde Haare, weißes Kleid. Hm. Es war nur für einen kurzen Augenblick. Und als ich mich umgedreht habe, war da niemand. Da hat mir meine Fantasie wohl einen Streich gespielt. Ist ja auch kein Wunder, so still, wie es in diesem Haus ist. Es war Laura, nicht wahr? Die Frau, die Sie im Schlafzimmerspiegel gesehen haben. Wir fangen jetzt nicht an, über Geistererscheinungen in diesem Haus zu diskutieren. Das ist weder gesund noch dem Gedenken an Laura angemessen. Haben Sie gehört, David Stiles? Ist ja gut, gut. Beruhigen Sie sich. Hat die Universität irgendwas gesagt, als Sie sie hierher geschickt haben? Nichts Bestimmtes. Aber wenn ich mich richtig erinnere, wollten Sie doch eine Medizinstudentin schicken. Anscheinend haben Sie Ihre Meinung geändert, als ich gesagt habe, dass das nicht nötig ist. Ja, sie ist keine Medizinstudentin. Wenigstens das haben Sie hinbekommen. Ob Sie jemand anders als vorgesehen geschickt haben? Soll ich dort mal anrufen? Nein, ist egal. Jetzt haben wir diese Miss Everett ja schon am Hals. Gewöhnen Sie sich nicht allzu sehr an das Mädchen, Stella. Ich habe nicht vor, sie lange zu behalten. Wie meinen Sie das? So, wie ich es gesagt habe. Ich brauche lediglich jemanden, der kleinere Arbeiten erledigt und mir bei dem neuen Experiment behilflich ist. Eine kurzfristige Angelegenheit. Aber Sie können doch nicht einfach ein armes Mädchen anheuern und innerhalb 1 Monats wieder auf die Straße setzen. Mir ist an Miss Everett nichts aufgefallen, was das bemitleidenswerte Prädikat arm verdienen würde. Das zeigt doch nur, wie wenig Einfühlungsvermögen Sie haben. Ganz offensichtlich hat sie keine Bleibe und vermutlich niemanden, der sich um sie kümmert. Sie hätten den Zustand ihrer Kleidung sehen sollen, als sie hier angekommen ist. Als würde sie die Sachen seit einem Jahr anhaben. Bestimmt hat sie eines dieser Stipendien für Studenten aus einkommensschwachen Familien. Das ist nicht mein Problem. Der Punkt ist, ich will keine Fremden in meinem Haus haben. Je schneller die Sache erledigt ist, desto besser. Jetzt regen Sie sich doch nicht so auf. Ich dachte, es würde Ihnen gut tun, wenn noch jemand hier im Haus ist. Stella? Gut, ich werde kein Wort mehr über das Thema verlieren. Ich habe doch damit angefangen. Aber okay. Ein Haufen Schrott. Ich glaube, das und Bonuskapitel haben wir vorangetrieben. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Kapitel. Meine ja nur. Weil das schleppt sich auch ganz schön so lang hin. Was ist in dem Bodengitter? Es gibt hier noch andere Kellergewölbe, aber sie sind dunkel und unheimlich. Oh, dunkel und unheimlich. Der Neurobiologe hat Angst. Ich sollte wirklich einige der Flaschen einer Wohlfahrtseinrichtung geben. Hier unten sind sie nur Staubfänger. Ich muss mich erstmal ein bisschen umsehen hier noch. Dieser Teil des Hauses ist Jahrhunderte alt. Dem Erbauer hatten es die großen Kathedralen auf dem Kontinent sehr angetan. Ich bin mal gespannt. Und das Foto kriegt er nicht mal mit, okay. Im Moment wüsste ich nicht, was... Dass ich da Blumen hingestellt hätte. Dieses Gerät habe ich für die Klinik. Bevor ich zum Hauptlabor gehe, gucke ich einen Pluspunkt für Miss Everett. Ah, okay, hier... ist das, was ich getan habe. Betten. Diese Betten wirken vermutlich ein bisschen einschüchternd. Ich verbringe so viel Zeit hier unten, dass ich immer wieder vergesse, wie das wohl alles für Außenstehende aussehen mag. Dass sich mir sowas Gedanken macht? Okay. Ein Computer kann man auch benutzen. Auf dem Computer sind viele Stunden Material gespeichert. Ich will das alles aber erst durchgehen, wenn ich noch ein paar Sitzungen als Vergleichsmaterial habe. Also nicht.
Okay, ausmachen kann ich den nicht. Der bleibt einfach an. Und wir gehen wieder raus. Raus, raus. Dann noch zur hinteren Tür. Wo wir ins Privatlabor gehen. Es gibt hier noch andere Keller. Achso, die sind dunkel und heimlich, ja, schon klar. Achso, ich brauche den Schlüssel dafür. So, jetzt nochmal. Es klingelt an der Tür. Wer könnte das sein? Wo muss ich da jetzt hingehen? Oh, Dr. Stiles, da ist ein Päckchen für Sie. Soll ich es runter in den Keller bringen? Ich mach das schon. Danke, Stella. Wie der immer gleich rumschreit. Selten freundlich. Das muss mein Dialoggenerator sein. Hm, praktisch, ein Dialoggenerator. Ah, gut. Direkt ausgepackt und... Was? Arbeitstisch. Buchstabenrollen. Dr. Ramuskin hat diese Buchstabenrollen erfunden. Ein Zufallszahlengenerator steuert die Buchstaben. Theoretisch kann man also mit der Kraft des Geistes Nachrichten erzeugen. Mhm. Will er etwa, dass jemand anderes die Nachrichten macht? Hier ist der Brief. Sehr geehrter Dr. Stiles, Sie haben sich sehr ungeduldig angehört, deswegen habe ich Ihnen das Gerät per Kurier zustellen lassen. Wir haben Telefon besprochen, müssen Sie lediglich einen Zufallszahlengenerator an meine kleine Erfindung anschließen. Da Sie mein Buch haben, erspare ich Ihnen am besten die ganzen Details. Ich sollte noch mal einen Blick auf die Anleitung in Dr. Ramuskins Buch werfen, bevor ich mich weiter damit beschäftige. Okay. Ich würde es aber sagen, bevor ich mich damit beschäftige, mache ich hier einen Cut und man kann dann beim nächsten weitergucken.